Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, heute mal wieder hier ganz persönliche Atmosphäre hier aus meinem Homeoffice. Und ja, ich möchte heute mal mit dir über die 7 Schritte sprechen, die man ja gehen muss, um ja seine Ziele tatsächlich zu verwirklichen. Und ja, im Schritt 1 ist dann eben, also der allerwichtigste Schritt ist, dass man erstmal klar sein Ziel überhaupt kennt, dass man weiß, wo man hin will, dass man ein klares Ziel auch definiert, dass du wirklich konkret weißt, ja, was du in deinem Leben erreichen möchtest, dass du konkret weißt, wo die Reise hingehen soll, weil nur wenn du dein Ziel genau kennst, kannst du dann auch ja in weiteren Schritten einfach mal für dich herunterbrechen, was du eigentlich genau tun musst, damit du ja dein Ziel erreichst und dann einfach auch merkst, ja, inwieweit ist das Ganze realistisch, inwieweit ja motiviert es dich, ist es wirklich dein Ziel, ja, dass du dich einfach mit dieser Thematik auseinandersetzt, dass du genau konkret weißt, okay, bis dahin, bis zu diesem Datum möchte ich das und das eben erreicht haben. Der zweite ganz wichtiger Schritt ist, ja, dass du dann nicht nur dass du nicht nur dein Ziel kennst, dass du es theoretisch weißt, sondern dass du auch einen Aktionsplan für dich hast, dass du ins Tun kommst. Ich glaube, es war Thomas Alva Edison, der gesagt hat, mein Erfolg hängt zu 1% von Inspiration ab und 99% von Transpiration. Und genau das ist es. Alles, was wir denken, alles, was wir in unserem Kopf erschaffen, bleibt so lange ein Traum, bis wir es durch Handlung in die Realität umsetzen. Und deswegen ist es von ganz entscheidender Bedeutung, dass du ja dir zum Beispiel 5 Schritte erarbeitest, die du täglich tust, um auf dein Ziel dich zuzubewegen. Also, was ist dein Ziel und was musst du konkret tun, damit du dieses Ziel ja auch erreichen kannst und dich dann fokussiert, und das sind wir jetzt auch schon beim dritten Schritt, das Mindset, ja, dass du dich fokussierst auf diese Aktivitäten, die tatsächlich dahin führen, wo du hin willst. Dass du dich nicht von negativen Gedanken ablenken lässt, dass du nicht von einem negativen Umfeld dich ablenken lässt. Deswegen Schritt 3, das Mindset, absolut wichtig und du kannst es einfach auch erreichen, indem du einfach dein Geist, ja, dass du ihn trainierst, indem du zum Beispiel mentales Training betreibst. Heutzutage weiß man, dass so ja 50% von einem Ergebnis ja die Gedanken ausmachen. Ja, dass deine Einstellung zu einer Sache, dass deine Gedanken zu einer Sache maßgeblich dazu beiträgt, ob sie erfolgreich wird oder nicht. Und das kannst du trainieren, indem du dich einfach jeden Tag 10, 15 oder 20 Minuten aus dem Alltag rausnimmst, ja, und mentales ja, Training ja, quasi betreibst. Aufs mentale Training will ich jetzt gar nicht eingehen. Da findest du, wenn du eine Google-Suche machst, einfach genug Material, nachdem du ja, mentales Training eben praktizieren kannst und ja, betreiben kannst. Dann ist ein vierter Schritt ganz entscheidend. Ja, such dir einen Coach, such dir einen Mentor an deiner Seite. Ein Mentor, der dich ja auch mal in schwierigen Phasen antreibt, der dich motiviert, der dich unterstützt, der dir zeigen kann, was bei ihm funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, der dir ja auf dem Weg zu deinem Ziel ja behilflich sein kann und der dich auch mal ja wieder in die Spur rückt, wenn du aus der Spur gerätst. Und es ist im Sport genauso wie im Berufsleben. Jeder erfolgreiche Sportler hatte einen Trainer, ja, am besten einen Trainer, der das schon erreicht hat, was der Sportler erreichen wollte. Dann fünfter Schritt: Achte auf deinen Körper, achte auf deinen Geist. Mit was fütterst du deinen Geist? Ja, ich habe mal irgendwo einen Bericht gelesen, da ging es um das Thema, wie viel die Deutschen im Durchschnitt ja, vor dem Fernseher verbringen. Und ja, es waren, glaube ich, pro Tag 4 bis 6 Stunden, die Menschen vor der Fernsehkiste verbringen. Und da musst du dir einfach mal für dich die Frage stellen, was passiert denn, wenn du von den 4 bis 6 Stunden vielleicht nur ja, 4 Stunden in dein Wissen, in dein Mindset investierst, wenn du ja 4 Stunden vielleicht ein Buch zu einer Thematik liest oder ja einen der 5 Aktivitäten, die du dir erarbeitet hast, die zu deinem Ziel führen sollen, ausübst und einfach die restlichen 2 Stunden dann einfach nur Fernsehen guckst. Überlege einfach mal, ich habe auch irgendwo gelesen, dass ja, der Deutsche ja, gerade mal im Schnitt ein Buch pro Jahr liest. Und jetzt überleg mal, wenn du ein Buch pro Monat liest, wo bist du im Vergleich zu der Person in 3, 4, 5, 6 Jahren? Also womit fütterst du deinen Geist? Und schauen wir uns irgendwelche Horrormeldungen an, die uns ja, die
das Fernsehen tagtäglich eintrichtert, oder lässt du dich inspirieren durch positive Geschichten, durch aufbauende Geschichten, durch Erfolgsstories, ja, und da gibt es zum Beispiel ein Produkt, welches ich dir ja nur ans Herz legen kann, ist auf Englisch, aber ist nicht weniger, also selbst wenn du kein Englisch verstehst, mein Englisch ist very bad, wie man so schön sagt, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt richtig ist, aber selbst ich verstehe das, ja, das ist der Inner Circle von Empower Network, und dort zeigen ja Menschen, wie sie es geschafft haben, sich über ja das Internet von zu Hause aus ein Business aufzubauen, ja, welche Schwierigkeiten sie hatten, wie sie das Ganze gemeistert haben, ja, was ihre Vorbilder waren, was sie gelernt haben, und es sind so inspirierende Geschichten, die laufen bei mir einfach so nebenbei, während ich Routinearbeiten zum Beispiel erledige, und es sind so motivierende Geschichten, die dein Unterbewusstsein aufnimmt, ja, die dich ja in eine gute Schwingung bringen, ja, die dir Energie geben, ja, weil du siehst, hey, es ist möglich, ja, also wichtig ist, dass du dir einfach hier oben eine Basis schaffst, die Erfolg ermöglicht, ja, die dir Ideen bringt, die dich kreativ werden lässt, die dich handeln lässt, ja, und da ist eben ganz entscheidend, mit was fütterst du nicht nur deinen Körper, ja, gibst du ihm gute Speisen oder schlechte Speisen, sondern auch fütterst du ihn mit positiven Nachrichten, fütterst du ihn mit negativen Nachrichten, also ein ganz wichtiger Punkt, ja. Schritt 6, sei dankbar. Ja, mach einfach eine Dankbarkeitsliste abends, bevor du ins Bett gehst. Lass den Tag nochmal Revue passieren und schreib einfach mal auf, was heute gut gelaufen ist, welche Ereignisse in deinem Leben passiert sind, die dir Freude bereitet haben, wofür du von ganzem Herzen aus dankbar bist. Und da schreib einfach mal 5 bis 10 Punkte jeden Abend auf. Und du wirst dann schon nach einer Woche merken, dass dein Fokus ja immer so auf der Suche ist nach Dingen, für die du weiter dankbar sein kannst. Und gemäß dem Gesetz der Anziehung ist es dann auch so, dass wenn dein Fokus auf Dankbarkeit eben ausgerichtet ist, bekommst du natürlich auch mehr Ereignisse, ja, für die du dankbar sein kannst. Ja, und dann im 7. Schritt einfach die innere und äußere Haltung. Du allein entscheidest, wie du zu gewissen Themen stehst. Du entscheidest, wie du ja mit gewissen Situationen umgehst, wie du entscheidest, ob du dich über etwas ärgerst oder ob du in etwas eine Chance siehst. Ja, und diese bestimmte Einstellung zu gewissen Themen, ja, die können dich ja ganz schnell nach vorne bringen, indem du ganz einfach ja deinen inneren Dialog veränderst, deine äußere Haltung veränderst, dass du einfach ja mit gewissen Situationen einfach in Zukunft anders umgehst, weil wenn du anders umgehst, wirkst du anders auf andere. Wenn du auf andere anders wirkst, hast du natürlich auch ein anderes Ergebnis. Wenn du dich über Gott und die Welt aufregst und das laut kommunizierst, dann wirst du eben eine Person, mit der eben viele Menschen vielleicht nichts zu tun haben wollen. Bist du aber innerlich ruhig und gelassen, ja, dann wirkst du von innen heraus attraktiv für andere. Und das ist es, worauf es ankommt. Okay, du hast es schon gemerkt, ich habe mich beeilt. Du weißt, ich will, dass die Videos nicht so lang werden, und weil ich weiß, dass deine Zeit kostbar ist. Ich hoffe aber trotzdem, dass du jetzt diese, ich muss mal kurz gucken, 8,5 Minuten, 9 Minuten, dass sie ja dir gefallen haben und dass der ein oder andere Tipp für dich dabei war. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und viel Erfolg beim Umsetzen dieser 7 Schritte. Probier es aus, schreib mir am besten unterhalb des Videos, ja, was du machst, ja, um deine Ziele zu erreichen. Und wenn du diese 7 Schritte mal eine Zeit lang ausprobiert hast, teile die Erfahrungen mit dir, helf dazu bei, ja, dass dieses Video einen absoluten Mehrwert für jeden gibt, der dieses Video sieht. Ich freue mich auf eure Kommentare. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.